Jaho, ich bin's, der J-Music-Fuchs. In diesem Video möchte ich über die neue Single von Skandal reden. Diese trägt den Titel Highlight no Naka de Boku wa Soto. Der Song wurde bereits am 22. August digital released und am 4. Oktober folgt der physische Release, welcher außerdem zusammen mit dem Song Candy erscheinen wird. Highlight no Naka de Boku wa Soto wurde von Leadgitarristin Mami Sasazaki geschrieben und komponiert. Bei Candy dagegen stammen Lyrics und Musik aus der Feder von Bassistin Tomomi Ogawa. Meine Meinung zu Highlight no Naka de Boku wa Soto ist rundum positiv. Der Song erinnert mich vom Sound her an die frühen Skandal-Alben. In den letzten Jahren hat Skandal viel variiert und eine klare Linie, was den Sound betrifft, war eher nicht zu erkennen. Mal waren die Songs brachial, mal melancholisch. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie hatte Skandals Musik meiner Meinung nach an Leichtigkeit und Positivität eingebüßt. Ich will damit nicht sagen, dass die Songs der letzten Jahre mir nicht gefallen haben, im Gegenteil. Ivory zum Beispiel ist einer dieser melancholischen Songs und er ist ein Song, welcher mir sehr gut gefällt. Auch will ich nicht sagen, dass Variabilität etwas Schlechtes ist. Ebenfalls das Gegenteil ist für mich der Fall. Skandals musikalische Vielfalt ist ihre größte Stärke und macht das Hören ihrer Musik zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Was ich jedoch sagen will ist, dass ich mir mal wieder einen etwas leichtereren, lockereren Skandal-Song gewünscht habe. Die neue Single ist wieder etwas leichterer und lockerer und klingt für mich ein bisschen wie ein Song, welcher auf Temptation Box hätte drauf sein können. Im Gegensatz zu vielen Songs der frühen Alben ist jedoch Tomomi nicht zu hören. Doch ich habe die Hoffnung, dass sie dafür im zweiten Song des Single-Releases Candy zu hören sein wird, möglicherweise sogar als Lead-Vocalist. Wer jedoch zu hören ist, ist Mami, und zwar für etwa 15 Sekunden in der Mitte des Songs. Es ist mein Lieblingspart in dem Song. Ich finde einfach Mamis Stimme so gut und es fügt dem Song so viel hinzu. Inhaltlich geht es in dem Song darum, dass die Momente auf der Bühne, die Momente mit den Zuhörern, die Highlights im Leben der vier Musikerinnen darstellen und auch weiterhin darstellen werden. Insofern würde ich sagen, dass der Song zwar musikalisch durchaus leicht und positiv klingt, aber inhaltlich keineswegs belanglos ist. Dieser Song ist sehr bedeutend, drückt er doch die große und tiefgreifende Bedeutung der Band und der Konzerte für die vier Frauen aus und macht zugleich den Fans Hoffnung, dass die Highlights noch lange weitergehen werden. Was ist eure Meinung zu Highlight no Naka de Boku wa Soto? Ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr noch weitere Videos zum Thema J-Music sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ciao!